Oh, die Zeitbombe kann man platzen lassen. Samurai Spirit. So. Kleiner Fun Fact: Einheiten sind, von Kanbei sind während Samurai Spirit unbesiegbar, während sie auf dem Berg oder auf dem Hauptquartier stehen. Oh, nice. Ja, die Deckung 4 plus die 60% Defensive geben einen 100%igen Defensive und das ist kein Schaden mehr. So. Ach ja. Auch noch ein bisschen draufhauen. Das ist quasi Kanbei im Gottmodus. Dafür sind seine Einheiten so teuer. Ja. Na gut, jetzt kann sie wenigstens Kanbei nichts antun. Schießt man die rein? Ich wäre ja fast für hier. Bei, also wische ich eine Infanterie mehr. Juhu, Raketen. Oh Gott, aber ich glaube, man merkt, dass wir schon damit dran sind. Jupp. Es ist ja auch schon 2 Uhr morgens. Mittlerweile. Ja. Bomber. Colin kann sich sowas ja einfach so aus dem Ärmel schütteln. Ja. Kanbei spart für sowas einen halben Monat. Dafür weiß er sie mehr zu wehren. Er hat sie sich hart erarbeitet.
vor, der da noch weiter irgendwie ihn abschießt. Mhm. Machen wir es lieber mal ein bisschen kaputt. Seht ihre Spezialfähigkeit an. Ja. Passiert. Da sieht es, glaube ich, am besten aus. Du lässt bitte mal Kanbeis Raketenwerfer in Ruhe. So, jetzt tun wir bei ihr auch mal die Base-Blocking betreiben. Yay, Geldsegen. Roffelkopter sind auf dem Schlachtfeld. Ja, so gefällt mir das. Ganz ehrlich, die Maschinengewehre da an den Panzern, die an der Luke befestigt sind, sehen da aus wie Raketenwerfer. Okay. Beim Gunboy. Basis ist blockiert, sie kann keine blöden Einheiten mehr spammen. Das einzige, was jetzt hier noch rumroamt, ist dieser Neo-Tank. Geht wieder los. Mit Colin kann man am ersten machen. Und mit Eagle lohnt es sich. Eagle kommt erst in Green Earth.
Dann sind wir im Blue Moon. Jupp. Ich bin nur mal überlegen, ob ich kann bei den Killing Blow geben soll. So schön, wie du den Neopanzer da unten ignorierst. Der kann mir halt nichts. Ja. Ja, ich glaube, kann bei den Killing Blow zu geben, ist gar nicht mal so dämlich. Warum? Der hat noch vollen Technik-Score, weil dem ist, glaube ich, noch keine einzige Einheit kaputt gegangen. Jetzt blockieren wir da oben die Pipeline noch. Denn wirklich kann ich es auch mit Colin machen. Wenn Colin das nächste Mal dran ist, habe ich dann gewonnen. Mhm. Nachdem es eh die letzte Runde ist, kann ich das ja eigentlich auch noch machen, oder? Ja. Bringt zwar jetzt nichts mehr, aber was soll's. Colin kriegt ja eh nichts mehr tot. So, fertig. Ja. Ein A-Rang ist es noch geworden. Ja, so akzeptabel. Yay, Green Earth. Oh ja, Green Earth ist da. Und die haben in der Advance-Kampagne extrem beschissene Missionen bekommen. So, wir sagen, wir haben jetzt aber auch mal einen Break. Wir nehmen ja schon 2,5 Stunden auf. Ach, das ist noch nichts gegen meinen Aufnahmerekord. Den hatte ich mal in Advance Wars Dual Strike bei der letzten... der letzte Rutsch von der Advance-Kampagne da, das war, glaube ich, eine 4-Stunden-Aufnahme. Jetzt packen wir irgendwann. Das übertrumpfen wir. Das ist eine 9-Stern-Mission? Anscheinend. Okay. Das soll die einfachste von denen sein? Das ist die ich in der Advance-Kampagne immer auslasse. Weil ich sie so beschissen finde. Also dieses Sternsystem ist manchmal ein bisschen komisch. Ja. Gut, das hier ist eigentlich die einfachste von den dreien. Die hier
herausfordernd, weil es ein bisschen knapp wird, weil es auf Zeit geht, aber 9 Sterne ist die nicht wert. Naja, gut, wir machen hier... Die schwerste hat am wenigsten. Wir machen hier jetzt einen kleinen Break und wir sind dann... Ich weiß noch nicht, ob ich das nächste Mal wieder mit Alter, aka Kenji, wieder hier sein werde oder ob Crow wieder hier dabei sein wird. Das entscheide ich spontan. Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Jo, und wir halten jetzt die Klappe und gehen ins Bett. Tschö.